Im Laufe der Nacht war der Regen abgezogen und wir hatten am nächsten Morgen wieder wunderbares Wetter auf unserem Weg von Oberfellach nach Villach. Entlang der Möll radelten wir an diesem dritten Fahrtag durch die beeindruckende Hochgebirgslandschaft. Dieser Teilabschnitt des Radwegs wird auch als Glocknerradweg bezeichnet. Er geht meist leicht bergab und führt durch den Nationalpark der Hohentauern bis nach Möllbrücke. Von dort führt der Drauradweg über Spittal an der Drau bis zu unserem Endziel in Villach.
Thank you.
So endete dann auch unser dritter Fahrtag in unserem wunderschönen Hotel am See in Villach mit einem leckeren Abendessen und nach diesem wunderbaren Tag und diesem hervorragenden Wetter wunderschönen Erinnerungen und der Vorfreude auf den kommenden nächsten vierten Fahrtag.